werden. Und Elva Headshot Serie. Es läuft. Ach, um Himmels Willen. Komm raus. Zwölfer Headshot-Serie. 13er Headshot-Serie. 14er Headshot-Serie. 14er Headshot-Serie ist, glaube ich, schon mal gar nicht so schlecht, oder? Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht gewesen. Hauptsache, das wird mir jetzt unten nicht irgendwie angezeigt, dass ich 14 Headshots in Folge gemacht habe. Na gut. Na gut, dann halt nicht. War aber trotzdem ziemlich starker Move, denke ich. Muss ich hier hoch? Ich glaube, hier war doch irgendwas, ne? Konnte man rein. Oh. Da war vor allem ein... Hallo. Superman. Hier war einer und das war's, ne? Ach, da war das Typ, da war der Typ mit dem Geschütz. Oh, da komme ich rauf. Ja, das sieht gut aus. Hier waren wir noch nicht. Ah, ja, da war doch das Flugzeug. Ne, der Fallschirm, ne? Die Lunge bewegt sich noch. Keine Spur von ihr. Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein. Ja, wir gehen einfach mal davon aus, dass das sehr gut ist, oder? Wollen wir den... Konnten wir da noch rauf? Mussten wir da noch rauf? Haben wir nicht noch hier irgendwas gemacht? Beschwören können? Kommt da rüber! Ja, Mann, so eine Spinning Backfist wäre doch geil, wa? Da ist sie doch! Was dafür macht sie da? Hallo? Buka Pinto! Sia Baini, die Terra Tijara! Sia Lando! Chepatan Buka Pinto! Es klappt! Da ist er oben! Los ans MG! Nicht gut. Nope, nicht gut. Ich erinnere mich. Ich glaube, hier habe ich damals einen Cut gemacht. Ja gut. Dann muss ich jetzt erstmal schauen, wie wir hier rauskommen. Mann. Und vor allem lebend. Ach, um Himmels Willen. Also, da stellt sich schon wieder direkt so ein Assi. Dreifachsprenger. Jawohl. Okay. Was? Wo? 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 Oh nein. Das tut morgen weh. Das tut morgen weh. Ja, wenn ihr mit einer mit der Shotgun in den Rücken schießt, tut das meistens weh. Hat auch einer von euch noch eine Pistole? Nein, keine Uzi. Pistole, das ist der Shit. Naja, die Pistole ist verdammt nice. Naja, jede Schusswaffe ist nice, weil ein Kopfschuss ist ein Kopfschuss, ne? Boah, wo ging's zuerst? Okay, warte mal. Das ist mir ein Ticken zu gefährlich. Sagte er und sprang trotzdem nochmal mitten ins Ziefer. Gut, dass hier ein Checkpoint ist. Also die Checkpoints sind sehr fair, muss ich sagen. Das gefällt mir recht gut. Da kann ich mich jetzt echt nicht beschweren, die sind super. Wo kommen die Typen ständig her? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Die Mutter gebärt hier scheinbar einen nach dem anderen.
Ich sollte mich wohl nicht mit einem MG anlegen. Sondern mit einem Maschinengewehr da. Ja, wir machen dann schon bald mal Pause. Jetzt noch nicht. Oh, fuck, ich muss runter. Ich muss runter. Ja, ich bin kein Feigling, aber ich bin halt tot gegen so ein MG. Ich kann immer dieselbe Scheiße rein. Ja, so kann man seinen Death Counter natürlich auch in die Höhe schießen lassen. Okay, wir machen das jetzt mal ein bisschen ruhiger. In Ordnung. Was jetzt? Am liebsten will ich da einfach eine Granate hochjagen. Ah, hat sich erledigt. Das war so ungefähr der Shot, den ich mir erhofft hatte. Ich sehe ihn. Wo? Oh ne, von der anderen Seite. Was ein Arsch. Du hast einen Scheiß. Aber stimmt, hier musste ich rein, ne? Da war was. Später. Notfalls hätte ich da schon eine Granate hingeschmissen, aber ich glaube, das ging auch so ganz gut. Ne, bleib mal bei dem AK, das ist schon ganz gut. War hier noch was anderes? Außer der Typ? Nee, ne? Konnte ich mich nicht hier irgendwo langhangeln? Hier? Ich meinte fast, das ging. Aber hier war kein weiterer Weg. Muss ich da drüben was aufschießen? Warte mal. Nee, da muss ich nichts aufschießen, ne? Ging's denn hier nochmal weiter? Ah, hier. Was denn? Warum stirbst du? Und ich da nicht hoch? Hä, ich hätte schwören können, da ging es weiter. Oh, was macht der denn? Der Junge ist durch. Ich sehe schon. Nur Unsinn im Kopf. Hier, da kann ich mich doch langhangeln. Da, hier will ich mich langhangeln. Nö, ja, wohl nicht so gut. Ach, das ist doch ein Fass, sag ich doch. Und ich sag noch, muss ich da nicht was aufschießen? Fass nur nicht gesehen gerade. Und ich sag's noch extra. Manchmal sollte ich mir halt doch vertrauen. Ja, hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Verdammter Mist, wo kommen die alle her? Ja. Okay. Es tut morgen weh. Schöne Serie wieder. Boah, duck dich doch, Junge. Boah, Gott, Stress. Ah, ich häng fest. Nein. Weg. Jawohl. Krasses Teil, ey. Mörderische Kühe. Okay. So, lebt hier noch einer? Die läuft doch noch irgendwo einer rum. Ja, da kommen sie doch schon wieder. Ich seh's doch. Oh, das ist der Headshot, der Shotgun-Typ. Instant ins Gesicht.
Und noch einer. Ach, das hat er sich einfach nur geschnappt, oder? Hä? Du bist doch tot gewesen. Oder bist du einfach nur der fette Bruder von dem anderen? Da sind die Kühe! Es eskaliert. Cool. Nicht schlecht, ey. So, hier ging es dann später durch, aber davon musste ich erst hier hoch, ne? Und da konnte ich mich irgendwo hochhangeln, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau das meinte ich. Perfekt. Ja. Aber es eskaliert eh, haben wir das richtige Shirt ja schon an. Ich wusste, dass das heute passiert. So. Schwimmen. War hier was? Muss ich hier irgendwas machen? Ach, da konnte ich hoch, ne? Ja, aber sicher. Ach, geil. Ja, das Spiel macht so viel Spaß. Das ist einfach großartig. Selbst mit den Schießereien, ganz ehrlich, jetzt, wo ich so ein bisschen durchskille, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Das war damals irgendwie nicht so, habe ich das Gefühl zumindest. So, jetzt musste ich hier überall die, das Wasser rauskommen lassen, ne? Damit das bis irgendwann ganz oben ist, damit ich weiter konnte. Erinnert mich immer schön zurück an Prince of Persia. Auch ein... Der, auch da muss ich, glaube ich, irgendwann mal so ein Prince of Persia Marathon machen. Schönes Prince of Persia Let's Play nochmal durchziehen. Da habe ich ja das Remaster auch noch. Sollte ich auch irgendwann noch machen. Ups! Noch machen müssen. Machen wollen. Eine Menge Möglichkeiten. Aber jetzt bleiben wir erstmal Uncharted. So, danke. So, so Spionage, Alter. So betreibst du hier. So, so spionierst du gern. Ja klar, Marathon sind bis 2020 durchgeplant. Alle. Alle. Ne, ich hab schon noch eine Ebene. Ich hab ja noch auf meinem schönen Zettel noch 150 Spiele für euch stehen, die ich spielen will. Und das sind nur Serientitel. Das heißt, und den 150 sind jetzt nicht... Jetzt nicht dreimal Prince of Persia drin oder so. Also wir haben noch eine Menge vor bis 2020. Keine Sorge. Hey, Elena, wo bist du? Ja, wo ist sie denn? Ah, Moment mal. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Da ist er eingezeichnet. Oh, wow. Verdammter Mist. Ich kriege... Wer sagt so? Hat ihr gesehen, Headshot, obwohl das scheiß Blatt davor war und ich eigentlich nichts gesehen habe? That's some skill, Mann. Wo ist jetzt hier noch so eine Pappnase? Nirgends. Doch, da. Wusste ich, dass da noch einer rumgammelt. Was winkst du mir hier eigentlich so zu? Servus. Na, ich will nicht die Kackwaffen immer wechseln. Und mit der Zeit kommen auch wieder neue Titel raus. Richtig. Und ich habe tatsächlich sogar einige tolle Titel vor demnächst. Ein Grund mehr, dass wir jetzt hier die Marathons ordentlich durchballern müssen. So, die Kiste schützt mir jetzt nicht, aber wenigstens ganz kurz. Danke. Halt, jetzt auf die Uzi. Nee. So, was ist an diesem Turm so wichtig? Konnte man hier schon hoch? Nein. Wir hier irgendwas machen? Nein.